Beate Zschäpe vor Gericht. Der Prozess gegen die mutmaßliche NSU-Terroristin und die Mitangeklagten wird auch international mit großem Interesse verfolgt. 10 Menschen sollen sie ermordet haben, vor allem türkischer Herkunft. Dass die Neonazis jahrelang unentdeckt bleiben konnten, ein Schock für Deutschland. Viele Deutsche hoffen, dass der Prozess das Ansehen Deutschlands nun wieder etwas verbessert. Um zu sehen, dass wir ein Rechtsstaat sind, der zu seinen Rechtsgrundlagen steht und entsprechend nach diesen Grundlagen auch diesen Prozess führt. Und das wird das Ansehen Deutschlands sicherlich auch wieder steigern. Wenn es also tatsächlich gut behandelt wird, wenn es nicht Mauschleien hier stattfindet, dann wird wieder auch sicher ein gutes Gesicht zeigen. Haben die NSU-Verbrechen dem Ansehen Deutschlands geschadet? Ja, sagen 66%, nein, meinen 30%. Etwa 3 Millionen Menschen in Deutschland haben ihre Wurzeln in der Türkei. Ihre Integration in die Gesellschaft ist immer wieder Thema. Wie sehen Sie das Zusammenleben von Deutschen und Türken? Völlig unproblematisch, sagen 8%, kaum problematisch 51%. Der Rest ist eher skeptisch. Problematisch ist es jetzt mit der dritten Generation, die wieder irgendwie, weiß ich nicht, den Boden unter den Füßen verlieren. Man muss die Menschen halt ernst nehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist auch das, was wir am meisten falsch machen. Dass wir halt Zuwanderer, die hier hinkommen, dass wir ihnen irgendwie ein schlechtes Gefühl geben, dass sie doch Außenseiter sind, was nicht so gut können. Dennoch, die große Mehrheit der Deutschen ist bereit, mit Menschen ausländischer Herkunft gut zusammenzuleben.